So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Im letzten Part haben wir uns den dritten Orden ergattert und jetzt begeben wir uns in die Naturzone, um von dort aus Claw City anzusteuern. Und wieso gibt es hier überhaupt wieder einen Ladescreen? Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Und vor allem so einen langen. Oh, so eine super tolle Zwischensequenz wahrscheinlich. Das war's dafür? Jetzt geht weiter. Wow, diese Zwischensequenzen. Komm, Foka, gehen wir. Huh, hä? Was ist denn da los? Der Arenenleiter kommt persönlich vorbei, um uns zu verabschieden. Wow. Ich weiß, Sie haben sicher eingesehen, dass ich der nächste Champ werde, oder? Tja, viele der Arena-Challenger geben auf, noch bevor sie sich die ersten drei Orden erkämpft haben. Es bestehen tatsächlich nur so wenige gegen mich, dass ich mir gerne die Zeit nehme, jeden persönlich zu verabschieden, der mein Stadion mit dem Feuerorden verlässt. Okay. Wow. Und ihr habt nichts Besseres zu tun, als auch hierher zu kommen und uns zu verabschieden? Puh, gerade noch rechtzeitig. Ein Glück, dass das Flugtaxi so schnell da war. Foka, hopp, mein Glückwunsch. Reife Leistung gegen Kabu zu gewinnen. Wir sind hier, um euch alles Gute für den Rest eurer Challenge zu wünschen. Aber nicht nur als Arenenleiter, sondern auch als eure Fans. Okay? In der Tat. Und, um mit der Zeit zu gehen, habe ich mir einen Fangesang für euch ausgedacht. Oh nee. Hopp, 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 hopp. Unser Hopp ist total top. Und Foka ist doch ganz klar, ist genauso unschlagbar. Das ist wie die Jugendlichen heutzutage sagen würden, ziemlich cringe. Die Arenaleiter, die euch ab jetzt erwarten, haben es ganz schön in sich. Dann wenn ihr weiter an euch und eure Pokémon glaubt, dann werdet ihr sie besiegen. Da bin ich mir ganz sicher. Danke, das werden wir auch. Ich meine, wir müssen sie ja besiegen, weil wir am Ende der Arena Challenge gegeneinander antreten wollen. Komm, weiter geht's, Foka. Claw City wartet auf uns. Okay, wir sind schon... Jetzt noch mal eine Ladesequenz. Are you serious? Wow, dafür lohnt sich das auf jeden Fall. Da hast du uns wieder Naturzone stärker und besser als je zuvor. Claw City liegt irgendwo da drüben, Foka. Okay, einfach in den Osten. Theoretisch können wir ohne Umwege direkt in diese Richtung laufen, aber wollen wir das auch wirklich? Jetzt, wo wir mehr Orden haben, könnten wir uns hier auch gleich stärkere Pokémon schnappen. Für mich ist die Sache klar. Ich mache noch einen kleinen Abstecher und fange mir ein paar richtig mächtige Pokémon. Los geht's! Ein neues Kapitel in der Legende von Hopp beginnt! Die Arbeit könnt ihr euch sparen. Es ist doch offensichtlich, dass keiner von euch das Zeug hat, die Arena-Chance zu bestehen. Mit dem auch so unschlagbaren Scheiben kann es nicht weit her sein, wenn er Nullen wie euch eine Empfehlung schreibt. Vor allem du da. Wie war dein Name nochmal? Hopsala? Du schaffst es ja nicht mal, einen Pokéball gerade zu werfen. Jetzt halt aber mal die Luft an. Erstens ist meine Wurftechnik absolute Spitzenklasse. Und zweitens ist mein Bruder der beste Champ, den es je gegeben hat. Es wäre besser gewesen, wenn er gesagt hätte, halt mal den Ball flach. Aber gut. Also pass auf, was du sagst. Du bist wirklich, du bist da wahrlich ein hoffnungsloser Fall. Wenn du mir irgendwas beweisen willst, dann tu es in einem Kampf, du gegen mich, da drüben. Vielleicht musst du erst im Staub liegen, um zu begreifen, was für ein Schwächling du bist. Das sagt der Richtige. In der Galar-Mine 2 hat Foka kurzen Prozess mit dir gemacht. Hast du das etwa schon vergessen? Wenn du zu schwach für meinen Rivalen bist, hast du auch keine Chance gegen mich, what? Immer redest du nur von Foka und dem Champ. Ich kann's bald nicht mehr hören. Ich will sehen, was du drauf hast. Das kannst du haben. Los, jetzt wird gekämpft. Foka, du kannst ruhig schon mal nach Claw City weitergehen. Wir sehen uns dort. Oder auch nicht. Das war's mit der Legende von Hopp. Das war das letzte Kapitel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Leute. Wir wollten doch gar nicht schon in die Naturzone gehen. Ich wollte doch nochmal eine Lade... Ey, muss ich jetzt jedes Mal, wenn ich hier die Stadt verlasse, 50 Sekunden lang warten? Also okay, für dieses grafische Meisterwerk muss ich schon sagen, lohnt sich das. Okay. Ich will nicht die ganze Zeit rummeckern, aber ey, wenn man gewisse Sachen bescheiden findet, dann sage ich das auch. Ich wollte mir die Pokémon-Mission anschauen, die es gibt. Und die Poké-Jobs, wie hießen die? Irgendwie sowas war's. PC-Boxen... ID-Lotterie. Schauen wir mal.
Einen Moment bitte, Verbindung zum ID-Lotterie-Zentrum hergestellt. Wenn die gezogene Losnummer der ID eines deiner Pokémon entspricht, hast du die Möglichkeit, großartige Preise zu gewinnen. Möchtest du dein Glück versuchen, dann musst du jetzt speichern, um ein Los zu ziehen. Ja, Klärchen, mein Rotomina-Bärchen. Alles klar, viel Glück bei der Ziehung. Das Los hat die Nummer 3, 4, 5, 7, 0. Dann wollen wir jetzt mal sehen, ob sie mit der ID eines deiner Pokémon übereinstimmt. Leider nein, aber hier ist so ein Trostpreis. Die ID von Poirot enthält mindestens eine Übereinstimmung mit der Los. Ach, das ist schon, ich habe die richtige Ziffer direkt, also die richtige Nummer direkt gehabt. Es stimmen immerhin zwei Ziffern überein. Du hattest da echt, da hattest du echt Glück. Du hast damit den dritten Preis gewonnen. Ein Fläschchen AP plus. Ja, besser als gar nichts. Ich freue mich schon auf die nächste Ziehung. Okay, das haben wir schon mal erkundet. Jetzt schauen wir uns die Pokéjobs mal an. Okay. Gebieter in Galar suchen zahlreiche Firmen nach Pokémon, die ihnen bei bestimmten Aufgaben helfen können. Du kannst diesen Firmen unter die Arme greifen, indem du die Pokémon zu ihnen schickst, nach denen sie suchen. Wenn sie zurückkommen, haben deine Pokémon sicher so einiges dazugelernt. Die Auswahl an Pokéjobs wird einmal am Tag aktualisiert. Je öfter du deine Pokémon aushelfen lässt und je mehr von ihnen du losschickst, desto mehr Belohnungen warten auf dich. Hilf aus, so oft du kannst, Gebieter. Es gibt neue Pokémon-Jobs zu erledigen. Okay. Gewünschte Pokémon. Okay, was haben wir denn hier? Wir stellen Aushilfsköche ein. Voraussetzung viel Erfahrung mit der Handhabung von Feuer. Also hier muss ich ein Feuer-Pokémon hinschicken. Okay, was sind denn meine Belohnungen? EP. Erfahrungspunkte bekommt man. Man bekommt Erfahrungspunkte. Okay, nee, das mache ich nicht. Aber es ist wahrscheinlich so eine andere Möglichkeit, Pokémon zu leveln. Kann das sein? Schauen wir uns den Kartomat an, um unsere Karte mal zu gestalten. Haben wir eine Liga-Karte? Ich drücke mal eine Liga, so wie jetzt. Bist du damit einverstanden? Nein. Zurück. Wir machen eine neue Liga-Karte. Okay, erstmal den Background aussuchen. Hintergrund. Hallo? Ich will... Hallo, kannst du... Ah ja, soll ich mal erstmal draufdrücken. So, was wollen wir nehmen? So, der Leuchtturm. Oh Gott. Ist das ein bisschen überladen? Kann sein. Haben wir der kleine Chefkoch, aber man sieht ja gar nichts. Also, die Hintergründe sind ja... Interessant, ja, komm. Hier ist so ein billiges Touri-Foto von uns. Okay, komm, das nehmen wir. Das ist gut. Dann haben wir einen Effekt, den wir machen, reinpacken. Nein. Nee. Oh, die feurigen Flammen des Ofens. Wie heißt es nochmal? Des Steinofens, genau, das wollte ich sagen. Welche Effekte brauchen. Obwohl, komm, weil wir so cool sind, packen wir noch ein paar Effekte rein und dann noch einen Rahmen. Okay. Oh, so einen Rahmen will ich auf jeden Fall haben. Okay, was nehmen wir denn für einen? Nee, das ist ein bisschen zu verspielt. So einer von diesen Standardrahmen. Ich glaube, ich nehme... Also damit meine ich nicht die Nudeln, sondern die Rahmen. Okay, sehr gut. Kann ich nicht irgendwie... Meine... Ah doch, hier kann ich das. Okay, ah. Kann ich hier auch eine Pose und so? Ja genau, ich kann keine Pose machen. Moment. Was ist Y? Ist das Y? Das ist Y, tatsächlich. Schauen wir mal, was wir... Pose machen kann. Oh yeah, schaut mich an. Ich bin ein hübsches Kerlchen. So, Moment. Warte, okay. Okay, wir nehmen entweder das hier. Oder. Was? Hier gibt es doch noch andere. Wir sind ein Künstler, Freunde. Wir sind ein Künstler. Okay, der Gesichtsausdruck. Machen wir mit X. Hey, hey. Moment. So ein zwinkender, oder? Bekomme ich, je weiter das Spiel voranschreitet, wahrscheinlich mehr Auswahlmöglichkeiten, oder? Momentan gefällt mir das ganz gut. Und dann zoomen wir noch ein bisschen ran. Hier. Oh nein! Kann ich das noch ein bisschen nach oben schieben? Ja, komm, das sieht absolut völlig bescheuert aus, aber das ist unser Rahmen, ja. Holographische Quadrate. Nee. Holographische Quadrate, daran erkennt man die Fakes, Freunde. Daran erkennt man die Fakes. Mathebeschichtung. Eine Mathebeschichtung ist am besten. Let's go, das ist unsere Liga-Karte. Ich glaube, jetzt am Anfang ist sie jetzt nicht allzu toll, aber im Verlauf des Spiels kann man sich da bestimmt irgendwie was Cooles zusammenbasteln. Aber, ja, wie gesagt, ich habe wahrscheinlich noch nicht genügend Motive. Und, oh nein, ich vergesse es jedes Mal. Erstmal wieder eine Ladezeit.
für diese tolle Naturzone. Können wir denn jetzt zu Hop gehen oder wie sieht's aus? Ah ja, stimmt, hier können wir die Kamera drehen. Das Feature der Naturzone. Ich würde gerne, wenn es geht, Curry ein bisschen kaufen. Bevor ich nach Claw City gehe. Ne, kann ich jetzt theoretisch. Kämpfen wir mal gegen Pampamuse. Pampuli heißt es, nicht Pampamuse. Oh Gott. Was würde ich sagen? Welches Level hat es denn? Kann ich jetzt zu Hop und so gehen und schauen, was die so treiben? Oder was ist da los? Allgemein die Sache mit Bertie, ich nenne jetzt wie gesagt einfach mal Bertie, ist sowieso ein bisschen verzwickt. Also dass er gegen Hop schießt, das ist ja okay, aber dass er weiterhin gegen uns schießt, finde ich echt ziemlich seltsam. Ich finde, sie hätten es wirklich so machen sollen, dass ich bis jetzt, dass ich halt erst mehr oder weniger im Finale, wann auch immer das ist, gegen ihn kämpfe. Weil jetzt die ganze Zeit, wenn er mich fertig macht, ergibt es einfach absolut gar keinen Sinn. Also, ja, keine Ahnung. Und die Leute sind auch, keine Hobbs Argumentation. Ja, okay, Hobbs ist ein Kind. Also, obwohl sind wir hier in diesem Spiel 12 Jahre alt? Oder sind wir hier schon älter? Ah, komm, ich lasse die Pokémon, wilde Pokémon sein, die bringen mir gar nichts. Und ich muss echt sagen, also je öfter ich Galar Porenta sehe, desto cooler finde ich Galar Porenta. Geht es nur mir so? Ich finde es auch, wie gesagt, cooler als die Entwicklung vom Aussehen her. Von dem her, für mich muss es sich gar nicht entwickeln. Obwohl ist das viel. Was? Nein! Abbrechen! Ich dachte. Achso, da war ein Strahl, der da rausgekommen ist, oder? Ich dachte, da war kein Strahl. Kann ich jetzt hier irgendwo Hop finden oder geht das nicht? Aber hier müsste es. Das müsste leer sein, oder? Sehr gut, dankeschön. Da ist ein Pampros, okay, sehr gut. Das interessiert uns aber nicht. Wo war der Curry-Verkäufer nochmal? Curry-Verkäufer, wo bist du? Das war der Curry-Verkäufer, oder? Gibst du mir ein bisschen Curry? Für unser Camping. Zutatenangebot. Oh, sehr gut, genau. Frittiertes, ja komm, nehmen wir ein bisschen was. So 5 Stück. Ich weiß nicht, ob das viel oder wenig ist. Ich nehme einfach von jedem so ein bisschen was. So, perfektissimo. Frikadellen. Yummy, Frikadellen schmecken sehr gut. Weil ich habe nochmal, offscreen habe ich mal Camping gemacht. Und ohne diese, nein, ohne diese Zutaten bringt das irgendwie gar nichts. Also, das ist irgendwie völlig uncool ohne die Zutaten. Von dem her nehme ich einfach, wie gesagt, ein bisschen Zutaten mit. Damit ich die ab und zu einsetzen kann und damit ich dann halt auch, je nachdem, meine Pokémon dann heilen kann. So, jetzt würde ich ganz gerne wissen, ob ich hier irgendwo noch Hop und Bertie finden kann oder ob das nicht möglich ist. Wahrscheinlich nicht, oder? Ich find's cool, wenn wir sie sehen könnten und dann auch irgendwas passiert. Aber es wird wahrscheinlich. Ja, ist alles gut. Die Notiz kann mir gestohlen bleiben. Wieso kommst du erst jetzt? Was wollte ich sagen? Ich find's cool, wenn wir sie sehen könnten, aber wahrscheinlich wird es so sein, dass wenn wir in Claw City angekommen sind, wird dann Hop kommen und sagen, oh nein, Bertie hat mir den Popo versohlt, ich bin so ein armes Würstchen, aber das ist nur ein kleiner, das ist keine Niederlage, sondern das ist nur ein Schritt zurück in der Legende von Hop. Aber jetzt machen wir erstmal 2 Schritte nach vorne, damit wir das ausgleichen können. Habe ich nicht 6 Pokémon im Team? Ich dachte, er hat 6 Pokémon im Team, aber gut. Punky habe ich, Poirot, Riebli, Nevermore. Ein Onix habe ich nicht im Team, aber das werden wir erstmal besiegen. Moment, Riebli, Nevermore, Nessaya, Poirot, Punky, stimmt. Ja, okay, wir haben noch nicht 6 Pokémon im Team. Ach stimmt, sonst sind wir ja unser 5. Teammitglied hier schon. Obwohl Punky ist ja schon unser 5. Teammitglied. Aber sonst hätten wir. Ah, ihr versteht schon, was ich meine. Es war ein Gedankenfehler, den ich da hatte. Was ist Level 26? Das sehe ich erst jetzt. Egalissimo. Wir werden es gegen dieses Level 26 Onix aufnehmen. Oh, ist ein Feuerroden, Mann. What the actual fuck? Das braucht einen Volltreffer. Jetzt braucht einen Volltreffer, Freunde. Das war kein Volltreffer. Da kommt noch einfach mal ein Volltreffer. Ja, egal. Volltreffer oder nicht, bei der nächsten Attacke ist besiegt. Ich wollte es nur besiegen, weil ich dachte, es ist ein geringeres Level als unser Poirot und wir können es mit einem Schlag besiegen. Aber jetzt haben wir halt 3 Schläge gebraucht. Aber dafür bekommen wir wenigstens ein paar Erfahrungspunkte. Also so gesehen kann ich absolut gar nichts Neues in der Naturzone machen. Wahrscheinlich, also ja, wie gesagt, vielleicht kann ich ein paar neue Pokémon fangen. Aber sonst gibt es hier noch irgendwas zu entdecken? Wahrscheinlich nicht. Oder hätte ich hier irgendwo. Also ich gehe jetzt nach Claw City, Freunde. Aber könnt ihr mir wenigstens beantworten, ob ich hier irgendwo Hop und Bertie hätte finden können? Ich glaube ja nicht.
Aber ihr wisst es wäre wahrscheinlich besser als ihr, weil ihr alles besser wisst. Weil ihr kleine, miese Besserwisser seid. Volker, du hast einen Namen falsch ausgesprochen. Wie kann man nur meinen Namen falsch aussprechen? Oh, Volker, du hast vergessen, was das für eine Typenkombination hat. Ich dachte, du wärst Pokémon-Experte. Tut mir leid, dass ich ein Mensch bin und kein Rotom-Dex, okay? Tut mir leid. Okay, wir sammeln uns jede Menge Watt ein. Denn Watt gibt es Besseres als Watt. Kilowatt zum Beispiel. Kilowatt ist deutlich besser als Watt. Oder so kleine Dinge. Ein Pokéball, wow. Ich glaube, gibt es hier noch coole Items? Also Überreste haben wir ja. Und das ist ein sehr cooles Item. Von dem her könnte es sein, dass es noch mehr coole Items gibt. Aber die lassen wir mal Items sein. So. Jetzt sollte ich am besten wahrscheinlich wieder zurück zum Anfang gehen. Und dann da einfach Richtung Osten gehen. Oder ist das Richtung Osten? Ja, ja, ja. Engine City muss Richtung Norden sein. Dann ist das hier der Osten. Hoffentlich kein brauner Osten, sondern ein ganz normal grün bewachsener Osten. Jetzt über die Brücke, oder wie sieht Nilotiksee. Cleopatra. Hey, gegen dich will ich noch kämpfen. Ich hoffe, du bist jetzt nach Level 35 oder so. Ich finde, das sieht megamäßig hübsch aus. Hatte ich das mal? Das hatte ich noch nie im Team. Wieso habe ich das nie im Team gehabt? Das ist ein cooles. Oh Gott, Level 28. Na gut, egal. Oder doch nicht egal. Komm, jetzt ein Volltreffer und dann ist es besiegt. One-Hit-KO, oder? Poirot, du machst ein One-Hit-KO. Ah, fast sogar. Okay, es war ein Volltreffer. Ich wollte gerade sagen, hätte es mit Volltreffer ausgereicht? Es hagelt. Okay, ich glaube, wir haben verloren, wenn uns einmal angreift. Wir haben verloren. Sehr gut. Okay, okay, nee, okay, ich hatte gerade kurz Angst. Aber Folterknecht funktioniert ja erst ab der nächsten Attacke, dass ich nicht zweimal die gleiche Attacke einsetzen kann. Nee, nee, okay. Tut mir leid. Ich dachte jetzt für einen kurzen Moment, dass Folterknecht so funktioniert, dass man, dass ich jetzt Zertrümmern nicht einsetzen könnte, weil ich ja schon in der letzten Runde Zertrümmern eingesetzt habe. Aber ich hätte erst in der nächsten Runde Zertrümmern nicht einsetzen können. Versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe schon. Ja, willst du Watt haben oder was willst du haben? Gibt es mir was Schönes? Nee, gar nichts. Volker, wieso wusstest du nicht sofort, was Folterknecht einsetzt? Du dummes Ding, du. Nee, ich wollte jetzt gerade auch wieder sagen, so, wollen wir gegen Relaxo kämpfen? Aber nein, komm. Wir müssen jetzt hier nicht 2 Stunden lang trainieren. Sondern wir schütteln lieber an Bäumen, denn das macht deutlich mehr Spaß. Claw City, wir kommen. Nein, ich wollte weiter schütteln. Kann ich jetzt weiter schütteln? Oh, natürlich, wenn ich nicht weiter schüttel, sind einfach alle Bären weg. Ach, das Spiel ist manchmal, also, ist ein tolles Spiel. Also jetzt mal wirklich so, auch wenn es vielleicht ein bisschen so rüberkommt, als ob ich das Spiel absolut scheiße finde, so ist es nicht. Es gibt aber trotzdem sehr viele Sachen, die man kritisieren kann und die einem ins Auge stechen und ich dann auch kritisieren will. Aber es gibt auch Sachen, die ich cool finde. Wie gesagt, zum Beispiel das auch. Hä? Da war ein Pokémon? Ah, hey! Felilu! Ja, lief das schon immer auf 2 Beinen? Hm. Moment, können wir das Felilu mit einer Attacke besiegen? Folterknecht. Also, okay, jetzt können wir nur einmal Zertrümmerer einsetzen. Also, wir können jetzt Zertrümmerer einsetzen, aber in der nächsten Runde können wir keinen Zertrümmerer einsetzen. Aber ich hoffe, wir bekommen keinen Volltreffer. Schade, schade, Schokolade. Na gut, dann eine Zornklinge. Okay, ich muss einmal Zornklinge einsetzen, das wird es aber nicht besiegen. Und dann muss ich nochmal Zertrümmerer einsetzen. So. Let's go. Bam. Oh, das besiegt es doch. Doch, dank dem Volltreffer? Nee. Was hat denn Zornklinge für eine Base? Hat es nicht eine Base von. Base Damage von 10? Oder war es 20? Es war auf jeden Fall niedrig. Ich dachte, das reicht nicht. Aber ist egal. Ich bin ja kein Profi, so wie ihr das seid. Von dem her darf ich ruhig mal Fehler machen. Oh, das sieht zum Beispiel schön aus. So ein Garados. Und die Fische allgemein, die da schwimmen. Okay, ich revidiere meine Aussage. Es sieht okay aus. Also das 3D-Modell sieht gut aus, aber wie sich das Wasser mit Garados verhält, sieht ziemlich... Ja. Sie hatten wahrscheinlich Zeitmangel. Das ist die Ausrede für alles. Wieso habt ihr das nicht eingebaut? Ja, Zeitmangel. Ja, wieso habt ihr das nicht eingebaut? Ja, Zeitmangel. Wieso gab es keine Animation für das? Zeitmangel. Wieso habt ihr auch nicht einfach Zeit gelassen für das Spiel und es ein bisschen verschoben? Auch Zeitmangel? Oder wir brauchen Geld? Eins von beiden. Wahrscheinlich ist es die Habgier. Ja, hier nehme ich meine 500 Watt und gib mir was Gutes. Was bekomme ich? Was macht er mit mir? Da, ich habe einen Funkelstein gefunden. Soll ich weitergraben? Ja, grab weiter.
Da ich habe einen Eisstein gefunden, sogar. Ja, weitergraben. Da ich habe ein Säckchen Sternstaub gefunden. Einfach weitergraben, bis nur in China angekommen. Donnerstein, alles gut. Weitergraben. Ja, und was passiert? Kann die Mine einstürzen und ich verliere alles? Oder wie funktioniert das? Puh, das muss fürs erste Mal reichen. Dieses Mal habe ich insgesamt 5 Schätze gefunden. Geh sorgsam damit um. Ja, was wäre denn passiert, wenn ich aufgehört hätte? Also kann das Ding einstürzen? So, dass alle meine Steine verloren gehen oder dass er einfach stirbt? Das wär's ja. Das wäre ein cooles Feature. Er gräbt sich in eine Mine ein für 500 Watt und holt uns ein paar Steine. Und wir können entscheiden, wie lange er graben soll. Und irgendwann, wenn er zu weit gräbt, wenn wir zu gierig sind, wie wir das auch sind, dann stirbt er einfach. Hier ist noch ein Pokémon-Hort? What? Hallo, bist du das erste Mal bei uns? Das hier ist die Naturzone-Filiale des Pokémon-Horts. Keine Sorge, hier wird es genauso fürsorglich mit deinen Pokémon gegangen wie in unseren Hauptfiliale auf Route 5. Wie sieht es aus? Möchtest du einige deiner Pokémon unserer Obhut geben? Wieso gibt es 2 Horts? Oder 2 Pensionen? Oh, wie ich sehe, hast du ein Fahrrad. Hier kann man sich an einen großartigen Zeitvertreib namens Rotom Rally erfreuen. Das solltest du unbedingt mal ausprobieren. Ich will Rotom Rally mitmachen. Farbe ändern? Ich kann die Farbe meines Rads ändern. Rad verbessern? Wie verbessern wir das Rad denn? Löst sich bei einem Turboladen auf, dafür bräuchte ich aber 1000... Wir haben noch 1000 Watt. Ja, nimm, hier. Gönn dir. So, das wäre geschafft. Jetzt, wo dein Fahrrad schneller ist, nimmst du bestimmt bald wieder an einer Rallye teil. Oder? Was heißt wieder? Ich habe kein einziges Mal reingenommen. Dann ändern wir mal die Farbe. Du willst die Farbe deines Rotomrads ändern? Ich könnte sie für dich an Poirot anpassen. Wie wäre es mit einem Farbton Kampf, damit dein Outfit zu Poirot passt? Wie sieht's denn aus? Sieht das okay aus? Das Fahrrad wurde doch gar nicht geändert. Ach so, mein Outfit wird geändert. Wow. Ach, was ist das denn Rotz? Nee, der vorherige Dings hat mir besser Rot und Farbton. So, let's go. Das gefällt mir besser. Das passt auch besser zum Fahrrad. Okay, nimm mir mal an der Rotom Rally teil. Wohin möchtest du? Milzersee, 80 Sekunden. Treffpunkt, 125 Sekunden. Zum Treffpunkt. Fahre zum Ziel und sammle unterwegs die großen Luftballons ein. Oh, ist das so ein Ding wie so ein Chocobo-Rennen bei Final Fantasy X? So, let's go. Was bringt mir diese Dinger da? Oder sind das einfach nur Checkpoints? Sind das Checkpoints oder bringt das wirklich was? Kann ich das überhaupt hinkriegen in der Zeit? Ja, ich habe zu Gutschiff bekommen. Die roten sind Gutschiffen. Muss ich die ganze Zeit B gedrückt halten? Wohin? Nein, bitte! Wo jetzt? Ich sehe... Hä? Ah, da. Ich sehe die Checkpoints halt teilweise nicht. Das ist das Problem. Das ist auch ein bisschen schwierig, wenn sie erst eine Sekunde aufploppen, bevor man bei ihnen ist. Also, so ein bisschen übertrieben gesagt. Wo jetzt? Ah, okay. Also, das ist ja wirklich ein bisschen bescheiden gelöst. Tut mir leid. Wo ist jetzt der nächste Checkpoint? What the fuck? Okay, ja. Okay, das kann man sagen, wirklich, das war mein Fehler. Da gebe ich zu, das war mein Fehler. Aber im Großen und Ganzen finde ich es bescheiden, wie die erst so richtig spät aufploppen. Na gut, ich muss ab und zu mal vielleicht meine Kamera drehen. Aber ich glaube, wir liegen gut in der Zeit. Wir schaffen es jedes Mal bis zu einem dieser roten Ballons mit über 20 Sekunden Zeit. Von dem her, wenn wir uns nicht allzu blöd einstellen, ist das eine gewonnene Sache. Eigentlich, würde ich sagen. So, jetzt einfach mal da durchcruisen. Ja, wie finde ich das bis jetzt? Eigentlich habe ich gedacht, das ist eine coole Idee so. Aber wenn alle Rallyes genau so ablaufen, dann ist das eher gesagt ein bisschen bescheiden. Wir haben noch 43 Sekunden. What the fuck? Punktestand von Focus 26.300. Start Brückental, Ziel, Treffpunkt. Geschafft! Du bist im Ziel! Glückwunsch! Du kannst es jederzeit aufs Neue versuchen. Toll, du hast deine erste Rotom Rally abgeschlossen. Hier als kleine Anerkennung. Du hast Donnerwelle? Ja, Donnerwelle ist Donnerwelle. Sehr schön, danke schön. Ein schwacher, ja, ich weiß, was Donnerwelle ist. Und 281 Watt. Okay, kann ich nochmal zurückladen? Damit ich nicht wenigstens... Oh, was ist denn hier Schönes? Hier war ich noch gar nicht. Soll ich deine Pokémon wieder fit machen? Ja, wieso nicht, wenn ich schon hier bin? Dankeschön. Ist es nochmal ein Pokémon-Hort? Die Pokémon-Horts florieren wie ein so ein Flora, mehr oder weniger. Oh, nee, ist ein Bahnhof. Okay, da will ich nicht hin. Ah, da ist das Startpunkt. Okay, dann war ich ja hier schon. Kann ich da hier auch eine Rallye machen? Wie kann ich die Rufen-Rallye zurück?
Wohin möchtest du? Brückental, 120 Sekunden. Ja, machen wir das mal. Also geht's einfach zurück. Aber, jetzt versuchen wir mal. Also es ist ja offensichtlich nicht der Fall, dass man es in der Zeit schaffen soll, sondern es geht eher darum, einen Highscore zu erzielen. Sehe ich das richtig oder... Ich bin doch dran vorbeigefahren. Dran vorbeigeradet. Ich sehe das, glaube ich, nehme ich an, richtig. Von dem her, versuchen wir mal vielleicht mal ein bisschen eine bessere Zeit abzuschließen. Ich weiß nicht, ob es, muss ich das einsammeln? Aber ich bekomme wahrscheinlich zu wenige Punkte, wenn ich nicht allein einsammle. Kann das sein? Ah ja, okay. Egalissimo. Egalissimo, ich will nur mal schauen, wie sich die Zeit bemerkbar macht. Und irgendwie habe ich das Gefühl, auch wenn es wahrscheinlich genau der gleiche Weg ist, es muss ja fast der genau gleiche Weg sein, dass der Rückweg irgendwie kürzer ist. Oder gibt es hier noch ein paar Schwenker, die wir machen? Vom Schlenker. So, wir schlenken uns. Ja, ich habe das Pokémon gesehen, aber ich konnte nicht mehr ausweichen. Jetzt sind wir deutlich besser in der Zeit, aber sind wir auch besser von den Punkten her? Ja, ich weiß nicht. Ist eine nette Idee mit der Rallye, aber ich hätte mir eher was gedacht in Richtung Wettrennen, so. Dass es halt irgendwie cooler ist, keine Ahnung. Wie findet ihr, was haltet ihr von der Rotom Rally? Ich halte sie für eine gute Idee wieder einmal, die man hätte besser umsetzen können. Ah gut, schauen wir mal, wie viele Punkte wir jetzt bekommen. 29, ja, okay, ich glaube, letztes Mal 26.000, oder? Sehr schön, 20.000 Punkte erzielt, hier als kleine Anerkennung. Voltwex. Oh, das ist doch eine gute Attacke. Dankeschön. Hätte ich was Besseres bekommen, wenn ich 30.000 Punkte hätte? Oh, schade, dass ich keine 30.000 Punkte hatte. Na gut, ich glaube, die Rotom Rally haben wir uns zu Genüge angesehen. Ich werde wahrscheinlich nie wieder hier hinkommen. Außer da gibt es irgendwie coole Items oder so. Dann kann es sein, dass ich da noch was mache. Aber jetzt wollen wir erstmal nach Cross City gehen. Aber ich finde es irgendwie... Ich will nicht das Spiel nicht die ganze Zeit kritisieren. Ob man es mir glaubt oder nicht. Eigentlich bin ich kein griesgrämiger alter Sack, der alles kritisieren will. Weil eigentlich finde ich das Spiel auch gut. Ich habe nur das Gefühl, es wäre so viel mehr drin gewesen. Ich weiß nicht, ob es nur bei mir so ist oder ob ihr auch das Gefühl habt. Ey, das, wenn man sich vielleicht sogar ein ganzes Jahr mehr Zeit gegeben hätte, hätte man das zu einem wirklich magnifiken Spiel machen können. Aber gut, das Pokémon-Spiele müssen ja jedes Jahr rauskommen, damit man möglichst viel Geld scheffelt. Und ist ja schlussendlich egal, was die releasen, die Leute kaufen es ja trotzdem. Also ich kaufe es ja auch. Und ich bin ganz ehrlich, auch wenn ich jetzt mit diesem Spiel unzufrieden sein werde, den nächsten Pokémon-Teil aus der Hauptreihe werde ich mir zu 99,9% trotzdem holen, weil... Ich weiß nicht, weil das ist halt Pokémon. Und Pokémon ist, auch wenn es ein schlechter Teil ist, ist irgendwie cool. Keine Ahnung, was ich genau sagen soll. Okay, wir sind auf jeden Fall in Cross City angekommen. Mal schauen, ob er uns durchläuft. Aha, ein Arena-Challenger, nicht wahr? Dürfte ich kurz seine Arena-Orden überprüfen? Da haben wir den Pflanzenorden und den Wasserorden und auch den Feuerorden. Wunderbar, du hast insgesamt 3 Arena-Leiter besiegt, einschließlich dem von Engine City. Weiter so. Ich habe erstmal Hopp kalt gemacht. Du schon wieder. Wartest du auf Hopp? Der wird nicht kommen. Er ist wirklich tot. Mit seiner Niederlage hat er nicht nur sich selbst blamiert, sondern auch den Champ, der ihm meine Empfehlung geschrieben hat. Wenn ich Herr wäre, würde ich mich aus der Arena Challenge zurückziehen und hoffen, dass ich vom Erdboom verschluckt werde. Oder vielleicht ist er das schon. Sieh da, Sie wollen meine Ohren sehen? Bitte sehr. Danke, Challenger Betis. Betis, ich kann bestätigen, dass du alle nötigen Arena-Orden besitzt. Und jetzt muss ich mich entschuldigen. Ich bin mit dem Liga-Präsidenten verabredet. Ich persönlich. Er kennt zwar meinen Namen nicht, aber ich bin trotzdem verabredet. Verstehe ich das richtig? Man kann in diese Stadt nur rein? Man kann in Cross City nur rein, wenn man die Orden besitzt? Also, muss die Stadt entweder voller Arena-Challenger sein? Und dadurch, dass wir ja wissen, dass es so wenige Arena-Challenger gibt, die den dritten Orden für sich verbuchen können, muss die Stadt ja eigentlich leer sein. So wie ich das interpretiert habe. So, wieso sammle ich überhaupt diese Watt ein? Ja, weil wir immer wieder was für diese Watt kaufen können. Okay, jetzt aber ab in die Stadt. Die sieht schon mal ziemlich gigantisch aus. Ich weiß nicht, was diese Claw City bedeuten soll. Weil ich weiß ja nicht, was eine Claw ist. Ich warte nur darauf, dass mir ein paar Leute sagen, Volker, wieso kannst du kein Englisch? Bist du doof? Und mir sagen dann, was Claw ist. Ja, gut.
Wunderschön. Aber ist hier in Claw City, ist da ein Drache, ein Drachenarena? Nee. Der Drachenarena-Leiter, der war der stärkste der acht. Moment, oder vielleicht ist er schon hier, aber ich kann hier noch nicht rein. Ich kann vielleicht gegen den noch nicht kämpfen. Das erinnert mich so ein bisschen an das Schloss im Himmel. Ich weiß nicht wieso, aber es erinnert mich daran. Was sind das? Sind das Arena-Challenge? Und das ist die Assistentin des Präsidenten. Das ist auch der Präsident. Liga-Präsident Rose, gestatten Sie mir, Ihnen Bericht zu erstatten. Meine Mission, Wunschsterne und Dorn zusammen, schreitet reibungslos voran. Das ist erfreulich, Betis. Ich nenne ihn einfach Betis. Nur weiter so. Vergiss nie, dass du deine Empfehlung für die Arena-Challenge Präsident Rose verdankst. Wenn ich Ihnen genug Wunschsterne bringe, können Sie endlich das Problem lösen, das Sie so belastet, nicht wahr, Herr Liga-Präsident? Oh ja, hier geht es nicht nur um ein privates Problem, das nur mich betrifft. Es geht um die Zukunft Galars. Und Galar braucht nicht nur Wunschsterne, Galar braucht eigentlich auch einen starken Trainer. Einen Trainer, der dem Champ am Stärke ebenbürtig ist. Mit Verlaub, Liga-Präsident Rose, einen der beiden günstigen... Günstlinge der Champs habe ich bereits in die Knie gezwungen. Der Kampf ließ keine Zweifel an meiner Überlegenheit. Und den anderen? Und den Champ kann ich und werde ich ebenfalls bezwingen. Warten Sie es nur ab. Das ist Musik in meinen Ohren. Genau solch einen leidenschaftlichen Wettkampf wollen wir die Leute bei der Arena Challenge sehen. Betis, es gibt da etwas, was ich mit dir besprechen muss. Wenn du kurz mit mir folgen würdest, bekommen wir mit. Okay, will sie ihn jetzt zur Sau machen. Will er den Kampf mit uns nicht erwähnen? Oder was? Na, Fuka? Ich hoffe, du hast gerade gut zugehört. Wunschsterne sind rätselhafte Steine, die unter anderem auch die Grundlage für die Technologie hinter den Dynamax-Bändern bilden. Aber man kann mit ihnen noch mehr anstellen, als nur Pokémon riesengroß werden zu lassen. In ihnen stecken nämlich auch gewaltige Mengen an Energie. Energie, womit ich die Weltherrschaft an mich reißen kann. Ich meine, wenn das deine Neugier geweckt hat, sollten wir gleich mal zusammen in den Stadion vorbeischauen. Ich will dir dort mehr über die Energieversorgung der Galar-Region erzählen. Bitte folge mir. Will ich das jetzt rausfinden? Oder finden wir das im nächsten Part raus? Komm, finden wir das jetzt raus. Was soll's? Wir haben ja Zeit, Freunde. Obwohl, wir haben... Es ist eigentlich genug lang, aber... Keine Ahnung. Ich habe mich ein bisschen vertrödelt am Anfang. Mit diesen Poké-Jobs und so weiter und so fort. Hey, da ist Balduin. Dieses Gebäude fungiert nicht nur als Stadion, sondern auch als Energiewerk. Lass uns zusammen einen Blick auf mein Tablet hier werfen. Da stehen alle wichtigen Informationen. Kennst du das? Das ist ein neumodisches Gerät. What? Hier ist in einfachen Worten erklärt, wie das Energiewerk funktioniert. Der Turm des Claw City Stadions absorbiert Energie. Dieser wird dann in unterirdische Energiewerk im Strom für die ganze Galar-Region umgewandelt. Fokker, du solltest doch lesen lernen. Wir alle verbrauchen täglich Energie, um unseren Alltag zu bestreiten. Und zwar Energie in den unterschiedlichsten Formen. Elektrizität, Gas, Wasser. Meine Teams arbeiten rund um die Uhr daran, den Bürgern Galars mit Hilfe der Energie der Wunsch, das Leben zu erleichtern. Ich würde ja gerne noch ein bisschen weiter plaudern, aber die Pflicht ruft. Ich mache mich besser auf den Weg, bevor ich wieder Ärger mit Olivia bekomme. Ich würde vorschlagen, dass du als nächstes zur Schatzkammer gehst, Fulka. Sie liegt in Richtung von Route 6. Hä, wieso? Wir wollen hier den Orden holen. Aber gut, wenn der El Presidente das sagt, sollten wir vielleicht zu Route 6 aufbrechen. Ich hoffe, ihr seid dann dabei im nächsten Part. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Lasst mir auf jeden Fall Feedback da, wenn dem so wäre. Oder wenn dem auch nicht so wäre, lasst mir auch Feedback da, damit ich mich verbessern kann. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Bis dahin, schönen Tag noch, alles Gute und tschüss.